Ey, aber hier, ich, ey, zu dir das Schöpferwissen, ich weiß, das reinziehen kannst, Alter, ich, ja? Das ist schrecklich. Ja, ich hab da meine Finger mit im Spiel. Wie, was denn, Finger mit im Spiel? Na. Bei Schöpferwissen. Herr Veit hat mich zum Veit rausgefordert, ist doch klar. Ey, ich mag den nicht, absolut nicht. Wir haben noch eine Rechnung offen, mein Freund. Ehrlich? Na, der will noch was für mich rappen. Ja, echt jetzt. Der will was für mich rappen. Was für retten? Wiss ich noch nicht. Das wisst er selber noch nicht, aber er will für mich rappen. Naja, guck mir jetzt doch mal an. Nee, du willst cool. Das bloß mich angucken. Nein, guck mir das nicht an. Nee, musst du auch nicht. Erzählst du später. Na? Mein Bruder, ist doch nicht toll. Nee, ich will mir das nicht angucken. Ich mag den total gern knuddeln. Er ist so super. Mein großer Bruder. Christian, mein großer Bruder. Mein Kind, ich hab wieder. Ich meine gar nicht wieder! Jetzt zu Wilma! Jeder ist König von Deutschland, aber nur ich habe einen Christian König, der auch nur so heißt. Du bist nämlich mein CK1, ja? Egal wie viele CKs da noch kommen, aber es ist mein CK1, alles klar. Ich habe ein CV, ich habe ein CD, ich habe ein PC und ich habe ein CK. Ja? Ich liebe dich. Du mich auch. Ich liebe dich auch, aber anders. Aber anders. Ja. Ist ja auch richtig, er ist auch ein Mann. Ich kann ja gar nicht wissen, wie er mich liebt. Verstehst du? Wie jetzt? Stopp mal. Das ist schon wieder so doppeldeutig. Nee, hör auf damit. Klär das bitte. Wie liebst du mich? Wie eine Schwester. Ich liebe dich wie eine Schwester. Naja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie sich das anfühlt. Ich hab aber keine ich Schwester. Weiß das. Nee, ich weiß es auch nicht, aber... Dann halt wie ein Bruder, Alter. Ja, wahrscheinlich. Ey, halt wie ein Bruder, Alter. Kannst du dich mit meinem Bruder unterhalten, wie sich das anfühlt? Wie ey, überhaupt, dein Bruder, sein Manta möchte ich mal fahren. Ich auch. Der ist weiß, der hat mir. Der hat ja nur für mich aufbewahrt. Ey, den mach mal auf. Ja, da kommt mein Auto vorbei. Komm, Brüderchen. Mach mal mit dem Manta vor, los. Ey, ich hatte einen Opel Senator. Ich hatte aber der wird nicht so enden, kannst du vergessen. Was? Der wird nicht so enden. Nee. Audi, ne? Ich mag Audi. Ich mag weiße Audis. Weiß. Meine Lieblingsautos. Warten. Ja. Ey, würde ich voll gerne reingelaufen jeden Morgen. Echt? Weißt du das? So schön, oder? Ey, da ging immer die Sonne auf. Das war eine schöne. Oh ja, das möchte ich aussehen. Ich habe jeden Morgen die Sonne fotografiert. Werden wir nochmal angucken. Du wolltest es nie sehen, ey. Oh, ich bin schon beleidigt. Was? Echt? Warum? Ich bin schon beleidigt. Er lässt sich schon wieder von seinen Erinnerungen runterziehen. Schade. Er möchte nicht den weiteren Moment der Glücklichkeit. Moment der Glücklichkeit? Da hinten wird es bald wieder sonnig. Hätten wir jetzt schon schöne Sonne. Ja, ich meine, ich sehe das schön. Ja. Okay. SHL 333. Tokyo-Straße. Schermolenstraße. Ita. Kariba. Was? Hier waren auch mal irgendwie Äpfel und Birnen auch. Oh, ja. Die waren lecker, oder? Oh, waren die lecker. Ab wann wachsen die wieder? Ab wann? Ab Herbst, oder? Na. Nee. Nee. Also der liebe Dr. Matthias Hinz hat gesagt, die Äpfel wachsen bis 16. bis 15. Juni schon. Ja. Und dann werden die einfach nur noch fetter. Ab dann, so ab der Sommermitte, wird einfach nur noch das, was vorhanden ist, Rüsselmast, Dasselmast. Das ist ja cool. Optimiert und bis 15.06. das Wachstum. Und dann sagt sich der Baum auch, dann macht er dann auch schon eine Notiz fürs nächste Jahr, wie es aussah dieses Jahr. Und ich sehe dann im nächsten Jahr,
gebraucht wird. Das macht der Baum schon. Am 15. Juni weiß der schon Bescheid, wie viel er nächstes Jahr braucht. Und darum, ja, und darum sind Bäume, die über Flüssen wachsen, immer extrem behangen, weil die Äpfel, die in die Flüsse fallen, ja gleich wegschwimmen und, gell? Das ist eine Kokosnuss. Ja, das kann ist so, oder? Ist es so, oder ist es so? Ja, es ist so. Ja, da kommt bald ein Wiener Möbelbauer rein. Was kommt hier rein? Ein Wiener Möbelbauer. Aha. Bauer oder Verkäufer? Ein Wiener? Mhm. Oder ein österreichischer, ich weiß es nicht mehr. Aha. Haha. Haha. Extra Frucht, frisch mal. Halloween habe ich letztes übelst lange gebraucht, um das zu verstehen. Ja, das ist aber geil, heute, ne? Morgen habe ich drüber gelacht, Alter. Heute Morgen hast du drüber gelacht, in der Fußgängerzone, Alter. In der Fußgängerzone. Drei Tage später, Alter, musst du drüber lachen. Geil, oder? Ja. Ach ja, und letzte so, warte mal, ich muss dir zeigen. Ich gehe jetzt durch die Stadt, denke an nichts Böses. Hat schon nicht funktioniert. Munition! Guck mal, ist hier coole Bosse. Wieso funktioniert das nicht bei dir? Ja, mitnehmen! Ja, mitnehmen. Warte mal, wo ist denn das? Danke dir! Hast du mal gesehen? Nimm du doch mit. Guck mal auf den Kopf. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Da warte ich noch drauf, dass ich das mal zu Gesicht bekomme. Sieht schön aus, kann ich mich auch freuen. Bitte, bitte. Nein. Jetzt passt das doch noch nicht. Da will ich einen Joint dazu haben. Oder? Nee, aber wichtiger war, was wollte ich jetzt hier? Erkennen? Ja, ein bisschen trocken halt. Ja, egal, auf jeden Fall guck ich so gegen. Ey, ich hab doch da letztens Wasser gepackt, ob das da noch da ist. Erinnerst du dich noch, zum Hund? Wasser oder Urin? Ich hab doch mal Wasser gepackt. Oder Urin. Wasser? Sicher? Ja. Komm, wir gehen nochmal lang. Läuft der noch? Wer? Der Film? Der hier? Na? Soweit ich weiß, ja. Wo sind wir denn schon? Oh, Alter, ist total kompliziert. 12, 8 Minuten 13. Bis 20 ganz, glaube ich. Ich habe mir nämlich letztens tatsächlich irgendwas bis zum Ende reingezogen. Ja, was? Ich weiß nicht mehr. Was erinnerst du dich? Ich bin noch eine Alte und die hat doch Scheiße erzählt. Ah! Das Regenloch. Baby! Weißt du, aber ich kannte die irgendwie vom Sehen, glaube ich. Stimmt. Mit dem Piercing hier, oder? So? Kann sein. Ja, einen, ja. Oh, hab ich ein Magenproblem. Ich hab tatsächlich halt. Stell dich mal so müßig. Ich hab tatsächlich kein WLAN zu Hause, das ist total anstrengend, ja. Ich hab WLAN. Oh, schön für dich. Mhm. Ja, hier eigentlich auch, aber der Router ist kaputt. Der Router? Ich hoffe, der Typ war heute noch da und hat schon einen Router gebracht. Ja, das wäre cool, oder? Das kann ich mir einfach angucken. Was hochladen kann, kann ich mir das sagen. Naja, ich kann auf dem Markt ja auch hochladen, ist ja egal. Boah, jetzt ist voll weit hier alles, ey. Ja, viel Platz. Was ist denn an dem Fahrrad kaputt? Der hintere Bereich. Der hintere Bereich? Der hintere Bereich. Das ist so. Hinterrad oder was? Oder der komplette hintere Bereich? Hier steht Mountainbike, da ist so ein Hinterrad kaputt. Wenn du ein Hinterrad hast, dann kannst du das abholen. Das brauchst du nicht. Das ist meins.